Das ist so, der will mir jetzt unter die Arme greifen und will mir jetzt Essen organisieren. Ne? Was ein... So fängt das an, unerhört. Kein Anstand mehr, die Jugend. Keinen Anstand mehr. Also Kani ist tatsächlich ein ganz schlimmer Finger. Who's that Pokémon? It's no way for you! 1,1k ist Top 100. Das ist krass, ja. Das ist echt heftig, wie hoch die Grenze ist. Also du musst... Ich meine, tatsächlich ist sie ein bisschen runtergegangen. Weil wir waren davor auch schon Top 100 des anscheinend. Vielleicht haben sie ein bisschen was gegen die Inflation gemacht, aber... Hm. Freddy bald Rang 1 wieder. Das ist schon noch ein gutes Stück, du. Das ist schon noch ein gutes Stück für Rang 1. Aber Top 100 fühlt sich schon mal wieder gut an, ja. Das fühlt sich schon mal wieder gut an. Und jetzt haben wir Ultramäntel, der gute alte Jankovic im Jungle. Let's go. So lobe ich mir das. Du wirst niemals untergehen, wenn wir in guten wie in schlechten Zeiten zu einander stehen, FC Bayern, deutscher Meister. Ja, so heißt. Okay. Biku, ich kann leider den Text nicht, ansonsten hätte ich jetzt weiter trällern können für euch. Jetzt ist mir schlecht. Willst du Essen mitbestellen? Ich habe tatsächlich gerade erst gegessen. Ich habe das nicht gelesen. Ja, er soll einfach irgendwas bestellen, sagt ihm schnell Bescheid. Kani, ich habe da gar nicht... Wir haben so eine interessante Diskussion und jetzt kommt Kani wieder rein und will mal wieder Essen organisieren. Wisst ihr, mit sowas muss ich mich rumschlagen. Ne? Mit sowas muss ich mich rumschlagen. Das ist so, der will mir jetzt unter die Arme greifen und will mir jetzt Essen organisieren. Ne? Was ein... So fängt das an, unerhört. Kein Anstand mehr, die Jugend. Keinen Anstand mehr. Also Kani ist tatsächlich ein ganz schlimmer Finger. Moin. Bido Beo! Ist nicht wahr, oder? Okay, wo sind wir stehen geblieben? Den Tod habe ich verdient, dafür, dass ich schlecht über Kani geredet habe. Hier, wir haben einen G2-Spieler hier und die haben einen da. Es sind eine Menge G2-Spieler unterwegs in dem Game. Wir haben Jankos und die Gegner haben Tagamas. Leider ist Jankos nicht so gut. Aber wir haben ihn theoretisch. Was? Knapp in die Ohr! Bertha! Jawohl! Und Ultramäntel, jawohl. Ich wollte schon immer mal Jankos für einen verfehlten Skillshot pingen. Jetzt ist der Moment gekommen. Ja, das war okay. Nicht optimal, aber okay. Ich hätte wahrscheinlich in dem Matchup aber Exhaust spielen sollen, ne? Ach, geh weiter, Tagamas. Kannst du mal meine Töte in Ruhe lassen hier? So, aufhören, meine Babys zu töten, bitte. Ja, die lädt hat echt sehr, sehr gut, der Kerl. Nee, das mal. Er ist ein bisschen in Erfahrung vorne. Und wir sind sehr anfällig für Diana. Bald wir unser Sonjas haben, sollte gut sein, ja. Sorgemüll, Juni! Das war ja gar nicht gut. Das können wir aber besser, Bursche. Das können wir aber besser. Drake oder Divebot? Ist nicht verhindern, leider. Ich bin ja nach der Base, könnte ich kommen. Ich will jetzt erstmal Leandris holen. Mega-Mantel ist aber flackt. Ja, aber ich habe ja auch Ultra-Mantel und nicht Mega-Mantel. Wir müssen das hier carryen, Leute. Wenn wir das gewinnen, sind wir tief in der Top 100 von Europa. Das ist noch eine gute Vorbereitung dann für morgen, ja. Was ist das? Guter Bait hier von Tagamas mit seinem Arrow. Sehr, sehr guter Bait vom gegnerischen Supporter. Da muss man erstmal drauf kommen. Das ist so geil, wenn man sowas called kann und streamt und dann sich so cool wirken kann, während selber die Pumpe komplett randaliert ist gerade. Ich hatte circa gerade 300 Grundpuls bei dem Play. Lebe ich lang genug, dass ich meine Dings durchbekomme? Please. Na, für den Stream natürlich sehr, sehr cool geblieben. Ne? Zurück. Warum ist eigentlich Tagamas der einzige G2-Spieler, der sich nicht Mäntel nennt? Ist da ein Grund für? Da muss doch irgendeinen Grund für geben, oder? So, ein paar Turrets aufladen, wenn wir können. Bist du? Entschuldigung. Ja, sorgte mit Brüchen, das ist ja ganz schön hier. Ganz schön frisch. Schade, dass ich da... Oh mein, ich hab mich... Der hat geflasht, ne? Ich hab actually gar nicht auf die Karte geguckt.
Ich habe gerade kurz in den Chat geguckt, weil ich sehen wollte, ob ich ein bisschen gefeiert werde. Für meine Kessensprüche hier. Während mein Team komplett auf Smurfen ist. Ah, das war ein sehr dummer Tod. Die Genische Diana ist actually auch sehr, sehr, sehr gefiedet. Da müssen wir extrem aufpassen, ja. Die kann, glaube ich, One-Win einmachen. Die sind halt alle ultra behind, bis auf Diana. Die ist ultra hit. Ist so oder so tot. Nee, wenn ich einfach ihren Flash sehe und dann einfach selber flashe, überlebe ich das sogar. Ich muss halt sehr, 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 sehr schnell reagieren mit meinem Flash da. Aber hätte man schon schafft. Also das war jetzt nicht... Da hast du schon mehr als genug Zeit. Nice, Fickles. Gute Fickles. Wusstet ihr das schon? Liebe Freakles. Oh no, der hat nämlich Ade-Carry gekriegt. Ich wäre oben den Tier 2, really? Oh, das würde ihm eine Menge Gold geben, leider. Das würde ihm leider eine Menge Gold geben. Okay, wir haben Tagamas. Aber wir sind auch alle tot dafür. Scheiße. Ich habe actually nicht gesehen, dass ich so viel Turret Damage schon gestackt hatte. Huh? Aber wir haben Tagamas, okay? Das ist das Wichtige hier. Ich hätte da, glaube ich, für den Fächer gehen sollen in der Situation. 2 für Tagamas, ja, und irgendwie 4 Sums oder so. Wir können halt echt doch verlieren, weil ich bin gerade ein bisschen aufgedreht irgendwie. Wobei, ich glaube, die zwei hier sind sehr gut gegen Diana, oder? Trinder und Vi. Ich glaube, die sollten sehr, sehr gut sein dagegen. Nicht optimal. Okay, jetzt langsam habe ich ein bisschen Angst. So ein kleines bisschen Angst. Hast du schon mal gegen oder mit Bo gespielt? Ja, schon mehrfach. Der ist sehr, 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 sehr gut. Also der ist wirklich, wirklich cracked in Solo-Queue. Ich weiß nicht, ob der Competitive auch so abdrehen wird. Na, sie warten aktuell ja nur aufs Arbeitsvisa, aber der ist sehr, 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 sehr insane in Solo-Queue. Wahrscheinlich der beste Jungler EO West gerade. Echt heftig. Also der ist irgendwie immer da und überall gleichzeitig. Das ist, ich weiß nicht, wie das geht. Der hat einfach insane Farm, der nimmt jedes Objective, der jeden Gank und Count. Ich kann mir das nicht erklären, wie das funktioniert. Ich kann mir nischen. Ich habe nur einen Charge. Wait, wie hat denn der 1-4 Ion unseren ultra gefeedeten Trinder mehr solo killt? Ich bin einfach für Drake hin. Die gehen mir vielleicht auch einfach auf, die Gegner. Und wenn nicht, warte ich hier und bin bereit auf meinen Tilt-Stacks. Wird schon so f***ing hart hier, ne? Es ist insane. Wie hart wir dieses Game werfen, meine Güte. Er ist auch lange nicht mehr gefahren, das heißt, ich bin tatsächlich nicht mehr so stark. Immerhin. Die haben den auch sehr, sehr schnell hier. Die sollten hier alle sterben, mal schauen. War klar, dass er mich anflashen will, ne? Deswegen bin ich so weit hintergegangen. Jetzt steht er hier vorne an der Kante. Das sind Challenger-Spieler, ne? Ich bin natürlich ein anderes Level. Man sieht das immer beim Smurfen, ne? Dass man einfach diese Mindgames spielen kann. Gegen solche Anfänger ist das natürlich leicht möglich, ne? Filthy Casuals, ja, ja, ja. Warum da kein Baron? Naja, weil die Gegner Baron genommen haben. Ich kann keinen Baron nehmen, wenn kein Baron up ist. Das ist das Problem, ne? Also ich habe mich jetzt für Void entschieden, weil irgendwer die Diana killen muss. Aber ich weiß nicht, ob ich das eigentlich sein sollte. Wahrscheinlich nicht, ne? Da war ein Ward und da war ein Pin. Und da war ein Sniper. Ist zurück. Oh, please. Erkennen ist natürlich relativ mies gegen meine Turrets.
weil der die einfach nebenbei einfach killt und stunt, ne? Ich hab nicht genug Gold. Scheiße. Ja, nicht genug Gold für den Neuheit. Yes. Aber sehr schlechter Fight von mir. Aber sehr, sehr schlechter Fight, Banner. Aber da wurde ich gecarried. Map halt richtig mies. Auch, dass ich für die dicke Bertha da gehe, ist natürlich Katastrophenplay, ne? Oh, Jankovic! Ich habe wieder alles verfehlt. Eieieiei. Das war lange Zeit sehr, sehr gut von mir, das Game, aber das Ende war jetzt echt sehr unsauber gelöst, muss ich sagen. Das macht mich nicht so glücklich, das Ende. Das war sehr, 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 sehr unsauber. Habe ich insgesamt schlecht gespielt, Fehler gemacht. Naja, ne? Was ich euch jetzt sagen kann, ist, dass wir saftig im Plus sind. Dass wir jetzt auf Most Damage in Game.